Meine lieben Zuseherinnen, Hörerinnen, Schöpferinnen von The Change Vision, meinem Podcast, um euch zu inspirieren, euer Leben zu rocken, eure Lebensbühne und ja, Veränderungen anzustoßen. Wir haben die unterschiedlichsten Themen. Ein paar Sachen haben wir ja schon gehört hier. Und heute haben wir die liebe Sabrina Limbeck da. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Danke, ich mich auch. Der Dominik hat letztens zu mir gesagt, also ich kenne niemanden, der sympathischer ist und auch diese Ausstrahlung auf Fotos hat. Und das stimmt wirklich, muss ich jetzt einmal sagen. Oh, das freut mich sehr. Vielen lieben Dank. Liebe Grüße auch an ihn. Danke. Ja, es ihm dann sagen. Ja, ja also da habe ich natürlich schon wieder mein Baby spazieren geschickt. Wir sprechen heute über ein Thema, das mich sehr bewegt. Krisenelternschaft so herum für Kinder, du wirst es besser erklären können als ich, die speziell in einer Lebensphase sind, die das gerade brauchen, weil die Familien gerade nicht so gut da sein können für die Kinder aus unterschiedlichsten Gründen und wo Menschen einspringen können für diese Familien eine Zeit lang. Und das bewegt mich deshalb, weil natürlich als Mama, wenn man sieht, ja, wie sehr man gebraucht wird und die Vorstellung, dass es kleine Wesen gibt, die das vielleicht eine Zeit lang gerade nicht so zur Verfügung haben, was man vielleicht als selbstverständlich nimmt. Und in der Therapie basht man ja immer auf die Eltern, ja, aber es ist auch nicht so einfach, Eltern zu sein. Nein, richtig, ja. Insofern diese Aufgabe zu übernehmen, eine Zeit, Kinder zu begleiten, das hast du sehr lange gemacht und du bist da sehr aktiv. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen, weil wir eben Menschen ja, in diesem Podcast auf unterschiedliche Art und Weise einladen wollen, einmal so mein Steckenpferd, ja, Meditation bei sich anzufangen, zu schauen, okay, geht es mir gut? Dann, wie kann ich in meinen Beziehungen reflektieren? Was hat das alles auch mit Umweltschutz zu tun? Und wie kann ich auch ja, sozial Verantwortung übernehmen, eine Antwort geben sozusagen? Da ist das natürlich ein wichtiger Teil drinnen und da freue ich mich, dass du uns heute erzählst davon. Ich muss nur leider kurz noch zumachen hier. Ich habe vergessen, ein Fenster zu machen und die Baustelle ist so laut. Es ist so laut, das hatten wir auch. Mach nur. Wir haben nämlich einen Nachbarn, der gerade ein neues Badezimmer bekommt und da war auch gestern der Klopfer. Ja. Aber ja. Aber jetzt geht die Fenster sind Gott sei Dank verdicht, aber es war nicht ganz zu. Ja, du hast es schon gesagt. Ja. Entschuldige, es ist nochmal unterbrechen und das Bild springt auch ganz lustig gerade herum, aber es wird sich sicher gleich wieder beruhigen. Wenn man auch darüber spricht, dass man dann mit sich im Reinen ist, mit der Meditation und dann in die Beziehungen geht, da bist du ja auch genau die richtige Ansprechpartnerin. Auch wenn es dann einmal sagt, man trennt sich, weil du so die Trennungsambulanz, weil es einfach ja, die bessere Entscheidung ist ja auch ganz oft so. Ja? Genau, genau. Also Thema Abschied und Trennung, das ist so, das sind so meine beruflichen Themen eigentlich, ja. Genau. Also du hast es schon gesagt, Krisenpflege ist ein sehr, sehr wichtiger mittlerweile Beruf. Ja, also, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Wir haben ja damals auch gemeinsam mit der Leitung, mit der Martina Reichel-Rosbacher von der Krisenpflege, wir haben einen Verein gegründet und eben mit Hilfe mit ihrer Hilfe haben wir dann einfach auch versucht durchzusetzen, dass Krisenpflegemütter, Väter auch ein Gehalt bekommen. Das war vorher nicht so. Ja. Und das fand ich ganz, ganz wichtig, weil es eine sehr wichtige Aufgabe ist, und die man eh nicht bezahlen kann. Ja. Aber zumindest sollte man dann einfach so seine Fixkosten einfach zahlen können, damit man das auch gut machen kann. Ja, ja, dass man die Zeit überhaupt hat, das zu machen. Eben, ja. Genau. Das war also früher eher so, dass das konnten nur Leute machen, die sich leisten können. Ja. Und das finde ich schade, weil in einer Gesellschaft gibt es halt nur, so wie es halt nur bestimmt viele Ärzte gibt oder so und so viele Anwälte, gibt es halt in einer Gesellschaft auch nur so und so viele Menschen, die sich für dieses Thema zum Beispiel interessieren. Ja? Und wenn man da ihnen das leichter macht, den Zugang leichter macht, dann werden es auch mehr sein, weil es ist trotzdem noch so, dass die Krisenpflege immer einen Mangel hat, also an Krisenpflegeeltern. Ja? Deswegen finde ich es toll, dass wir das heute machen. Vielleicht können wir die eine oder andere
Frau oder die Familie, ja, dazu bringen, sich das vielleicht ein bisschen näher anzuschauen, weil es eine wertvolle Sache ist. Was muss man denn mitbringen, um das machen zu können? Also für Krisenpflege an sich, also du hast es ja vorher schon gesagt, geht es um Kinder, sehr kleine Kinder, also von 0 bis maximal 4. Ja, das ist schon eine Ausnahme, also eher so 0 bis 2, 3, die in schwierigen Familiensituationen leben und vom Jugendamt dann aus dieser Situation rausgenommen werden müssen. Die werden bei Krisenpflegeeltern untergebracht, das sagt schon das Wort, ja, in dieser Krisenzeit, bis eben von den Ämtern, von den Behörden oder auch, ja, wie auch immer die Situation sich dann gestaltet, dass die dann eben entweder wieder zurückgehen können in die Familie, das ist eigentlich immer das Ziel, oder wenn das nicht möglich ist, dass sie zu Langzeitpflegeeltern kommen. Das heißt, bei denen bleiben sie dann, bis sie erwachsen sind. Ja, kenne ich auch jemanden, das ist auch eine tolle Sache. Ja, genau. Was ist das für eine Zeitraum? Wie lange hat man die Kids dann bei sich? In der Krisenpflege ist es unterschiedlich. Also es gibt so einen Durchschnittswert von circa 9 Wochen. Das variiert natürlich von Fall zu Fall. Ja, wenn man natürlich, wie ich schon angesprochen habe, auch schaut, ob die Kinder wieder zurück können in die Familien, wenn es da eine Option gibt und es dann einfach länger dauert, dann bleiben sie auch länger in der Krisenpflege. Ja. Und ja, das geht dann halt sehr schnell. Also als Krisenpflegefamilie bekommt man einen Anruf, ja, von der Sozialarbeiterin vom zuständigen Amt und die sagt dann zum Beispiel, bei mir war es so vor Limbeck, in einer Stunde ist die Kollegin da mit einem einjährigen Buben. Ja. Nur kurz Hintergrundinformationen, also die Geschichte an sich wird nicht groß erklärt, sondern nur die Hintergrundinformation, woher, was ist der Grund der Abnahme. Und dann, ja, im besten Fall steht man gerade im Supermarkt beim Einkaufen und Also holt man noch muss flexibel sein. und holt noch schnell Babynahrung, Windeln, was auch immer dann Ja. gebraucht wird. Ja. Ja. Na, Genau. wir heben sicherheitshalber mal alles auf. Sehr gut. Jetzt, die, glaube ich, jüngsten Kinder in der eigenen Familie, sozusagen Stammfamilie, sollten 3 schon sein, oder? Das habe ich mir auch noch so gemerkt. Genau, die Voraussetzungen, du hast ja gefragt nach den Voraussetzungen, sind eben, dass man selber Kinder hat in der Krisenpflege, dass eben das jüngste Kind nicht jünger als 3 Jahre alt sein soll. Und das ist es im Prinzip dann schon. Ja, also man wird natürlich gecheckt, man kriegt eine Grundausbildung, die wirklich toll ist. Also die kann ich nur empfehlen. Man muss sie eh machen, also so gesehen. Ist egal. Aber die ist wirklich gut und man wird super gut vorbereitet auf die etwaigen Situationen und man wird auch gut begleitet währenddessen. Also ich muss sagen, das läuft sehr gut organisiert. Sehr gut. Und wie viele Kinder hast du da so betreut im Laufe der Jahre? Also ich habe es 5 Jahre gemacht. Gesundheit. Danke. Ich habe es 5 Jahre gemacht und es waren in diesen 5 Jahren 14 Kinder. Wow, Ja. toll. Das ist das schöne Gefühl, dass man da so was Tolles beitragen kann. Ich habe dich ja auch erlebt. Ich kann mich noch erinnern an einen, ich glaube, Junge, der war so süß, ja. Ja. Und diese Ja. Geschichten, das kann man sich ja oft gar nicht vorstellen, was da alles kommt. Was lernt man in der Ausbildung da konkret? Eigentlich ist es sehr reflexiv, finde ich, am Anfang vor allem. Ja, also es geht auch viel um diese Grundmotivation, die man selber mitbringt. Warum will man das überhaupt machen? Ja, welche Vorstellungen hat man davon? Also nicht alle haben wirklich, oder man kann es ja auch am Anfang sich auch gar nicht wirklich vorstellen, was da kommt. Ja. Und wie gesagt, manche haben halt da vielleicht auch nicht ganz so realistische Vorstellungen gleich zu Beginn. Und das wird einem schon runtergeräumt. Ja, das glaube ich. Ja, das ist so wie bei den echten Kindern halt. Also eigenen im Sinn von echten. Genau, ja. Also dieses, es ist alles wunderbar und süß und schmusi hin und schmusi her und man tätschelt sie, das ist natürlich nicht die Realität. Ja. Nein, wenn dann Kinder kommen, nehme ich an, die auch vielleicht Entzugserscheinungen haben, weil Mama vielleicht Elterndrogenthema oder so hat, das Ist ist bestimmt, ja. genau. Genau, das heißt, es ist schon nochmal anders als mit den eigenen Kindern. Ja, also sie kommen einfach, diese Kinder kommen aus Chaossystemen, aus den verschiedensten Gründen. Also wie du hast schon angesprochen, Drogen, Gewalt, ja, Vernachlässigung. Also die Palette ist sehr breit. Aber wie du auch, ist vorher, muss ich gleich einhaken, das stimmt, die Babys zum Beispiel, die von Drogeneltern wegkommen,
die halt auch schon in der Schwangerschaft damit Erfahrung gemacht haben, die haben wirklich einen Entzug. Also die werden dann, die sind richtig, richtig arm, weil die sehr stark auch körperlich leiden. Noch Wochen danach, die erholen sich zwar sehr gut, also besser als Kinder von Alkoholikern oder von einer Alkoholikermama, also die auch während der Schwangerschaft das Problem hatte. Drogenkinder erholen sich da wesentlich besser davon, das muss man auch sagen. Ja. Aber natürlich ist es anstrengend, weil sie weinen sehr viel, sie sind sehr bedürftig oder auch die größeren Kinder, die kriegen natürlich schon mit, dass da eine Veränderung stattfindet. Die kommen zu völlig fremden Menschen, die wissen nicht, was da los ist. Die kennen ja auch nichts anderes. Sie verstehen ja auch gar nicht, warum sie jetzt da woanders landen plötzlich. Ja. Und meistens sind diese Abnahmesituationen natürlich auch dramatisch, weil die wenigsten Eltern geben ihre Kinder einfach freiwillig her. Ja. Und was ist das Schöne dran? Ja, Um zu inspirieren. das Schöne daran ist, also da muss ich gleich so meine Grundmotivation, und ich glaube, das ist die Motivation vieler Krisenpflegeeltern oder der meisten, muss man schon sagen, ist einfach so diese Hoffnung, dass man den Kindern trotz des schwierigen Starts einfach so einen Raum gibt, beziehungsweise ihnen zeigt, dass es noch Orte auf der Welt gibt, die okay sind. Ja, und dass sie das vielleicht später so als Erwachsene oder eben Jugendliche schon als Ressource abrufen können. Ja, Toll, sodass sie ja, auch so sehe ich das positive auch. Erfahrungen machen können. Ja, also bei mir ist auch das Mädchenstärken sehr wichtig, wenn es jetzt Burschen sind, genauso, weil alles, was ein Supermann ist, der kann dann auch wieder Mädchen stärken, sozusagen. Genau. Frauenpower. Und ja, ich habe da auch so eine Mädel oder Familie oder in Indien, die ich unterstütze über die Zuki, und das finde ich auch immer ganz schön, dann irgendwie so die Entwicklung damit zu bekommen. Ja. Nein, ich stelle es mir auch sehr zehrend natürlich auch vor, und auch eben dieses Thema, worüber ich gleich mit dir auch sprechen möchte, in eben diesen Abschied und so, auch die eigenen Kinder, ja. Wie können die das dann verkraften, dass das auch wieder geht, das putzige Kind. Und ja, dennoch so dieses eben eine bleibende Kraft zu geben. Die Hoffnung, dass das Kind eben, wie du sagst, dann später sagt, ja, es ist nicht alles schlecht und da gibt es wen, der ist super und da geht es mir gut und eben daraus kann ich auch dann schöpfen. Das ist ja auch ein gesellschaftlicher Beitrag. Ja. Die Kinder werden ja auch groß. So ist es, genau. Also du hast ja auch eine eigene Tochter, Genau, logischerweise. Und ja. die ist so gescheit und süß und super. Und glaubst du, dass das auch was war, was sie auch positiv beeinflusst hat? Ja, auf jeden Fall. Die Hanna war damals 4, sie ist jetzt 12, als das erste Kind kam, und man hat das sehr schnell, sie hat zwar immer schon, hat immer schon eine hohe soziale Kompetenz gehabt, ja, aber man hat es dann schon auch gemerkt, und auch in der Schule wurde, die Lehrerin hat mir das auch zurückgemeldet, sie sagte, man sieht das schon, dass sie sehr gut auf andere eingehen kann, dass sie sehr empathisch ist, und das hat ihr sicher auch viel, viel gebracht. Ja, jetzt ist sie halt so ein Total. Mini-Teenie, und jetzt ist auch unsere Wohnsituation einfach anders dadurch und auch meine berufliche Situation. Aber es fehlt mir schon, ich würde es gern wieder machen. Ja. Nur jetzt im Moment geht es leider nicht. Was braucht man wohntechnisch? Also wir heben ja da unsere ganzen Sachen auf, aber wir haben jetzt dann eigentlich bald mit den zwei Mädels nicht mehr ein eigenes Zimmer. Ist das aber eine Grundvoraussetzung oder Nein, wie? nein. Also nicht jedes Kind muss in einem Haus mit Pool aufwachsen. Ja. Das ist notwendig, aber das Kind braucht nur so viel Platz, dass es spielen kann und sich bewegen kann. Ja, also es ist einfach ein stabiles Zuhause. Da Ja. ist die Größe spielt keine Rolle. Ja, das sind die Menschen, die das Kind umgeben, die sorgen für Stabilität. Sehr cool, das klingt gut. Ja, das Thema Trennung. Also wenn die Kinder dann wieder gehen, wenn die Menschen aus dem Leben gehen, wie ist das bei dir? Darauf hast du dich ja auch spezialisiert, Ja, das ist auch ein Teil. arbeitstechnisch. Ja, genau. Es ist auch bei der Krisenpflege ist es auch ein Teil der Fortbildung oder der Grundausbildung sozusagen, weil es kommt schon sehr viel, das war meine Erfahrung, sehr viel auf diese innere Haltung an. Ja, da geht es natürlich viel um Bindung, was jetzt nicht heißt, dass ich mich nicht an die Kinder in irgendeiner Form gebunden habe oder ihnen ein Bindungsangebot gemacht habe, aber es ist doch diese innere Haltung.
du bist jetzt hier, das soll gut sein für dich, das ist so quasi dein Wellnessaufenthalt, ja, hier sollst du dich erholen, zu Kräften kommen, lernen, dich stabilisieren und es soll dir gut gehen. Aber du bleibst nicht. Ja, und diese Grundhaltung, wenn man die von Anfang an hat, glaube ich, fällt der Abschied leichter, weil du dich dann anders bindest. Also du machst auch, das Bindungsangebot ist einfach anders. Ja? Du sagst einfach, wir verabschieden uns auch mal wieder. Ja? Das heißt, ich bereite dich nur vor für das, was nachher kommt. Das ist ja mit den eigenen Kindern auch irgendwann so. Es ist jeden Tag ein Loslasttraining. Es ist echt nicht so einfach. Weiß, ja, Kindergarten. ich kenne das gut. Also gerade so jetzt mit meinem Mini-Teenie, ja, merke ich das jetzt auch schon. Der Dominik geht schon ins Fitnessstudio trainieren, weil dann die Jungs kommen und so. Genau, ja, genau. Ja, und somit muss ich auch ehrlich sagen, sind mir die Abschiede nicht so schwer gefallen und der Hanna auch nicht. Ja? Weil das war klar, das ist jetzt unsere Aufgabe, haben wir auch als Team gemacht. Also die Hanna war so mein Teammitglied sozusagen, ja, meine rechte Hand. Das war auch super für die Kinder, weil sie gesehen haben, ah, da ist noch ein Kind, ja, das ist viel einfacher. Dann für gerade diese Kinder, wenn sie in Familien kommen, wo es eben auch andere Kinder gibt. Das ist natürlich fein, weil sie dann Kinder kommunizieren einfach miteinander anders. Das ist eine ganz andere Welt. Ja. Das stimmt. Das siehst du ja Haben bei wir jetzt deinem auch. Mädchen auch, ne? Ja. Ja, es ist schon schön, wie sie da miteinander interagieren, muss ich schon sagen. Also sie sind Genau. sehr liebevoll miteinander Ja. und es ist schön zu sehen, dass die Amelie auch jetzt dieses Teilen lernt und sieht, na, die Zoe darf das eh und so. Das finde ich schon sehr, sehr schön. Ja, das hat Und eben sie. die Hanna auch gut gelernt. Sie ist ja auch ein Einzelkind eben mehr und Ja. ich fand das einfach fein, dass sie da immer wieder mit Kindern konfrontiert wird, die natürlich schwierig auch zum Teil waren, aber sie hat dann immer einen Weg gefunden. Ja, Ja. toll. Das ist für Sie auch ein super Reifungsprozess sicher Ich denke gewesen. auch, ja. Die Ausbildung, wie lange geht das? Gibt es da Kosten? Wo macht man das? Nein, es kostet nichts. Du hast ja erstmal ein Gespräch, wenn du dich dafür interessierst und dann wirst du zu dieser Fortbildung oder Ausbildung eingeladen und die dauert circa alles in allem, sondern ist das ganze Prozedere, das Aufnahmeprozedere mit diesem Grundkurs dauert circa ein halbes Jahr. Aber man hat einmal in der Woche einen Abend mit, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, aber ich glaube, es sind so 2, 3 Stunden. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, ja. Also es lässt sich gut einrichten. Man kann das gut Also in seinen Alltag einbauen. einmal in der Woche ein Abend sozusagen, also nicht das Genau. Wochenendseminar, sondern einmal am Nein. Wochenende. Ja, das ist Genau. einmal ein guter Grundinformation. Muss sich dann eh selber informieren, Genau. wenn man das dann machen möchte oder so. Wo schaut man dann nach? Was ist da die Plattform dafür? Das ist die MAL, Ja. das Referat für Adoptiv- und Pflegekinder in der Schlagergasse im 9. Bezirk. Super. Und also du hast dich sozusagen beruflich mit dem Thema Trennung sehr auseinandergesetzt. Bei der Trennungsambulanz, wie ist es da? Das ist ja 1:1 Coaching, glaube ich, oder? Genau. Das ist Beratung, also psychologische Beratung und Coaching. Bei der Trennungsambulanz geht es tatsächlich um Menschen, die betroffen sind von Trennung und Liebeskummer, weil auch das wird, auch Liebeskummer, wenn man das so hört, ja, das Wort, dann denken sie, oh ja, Teenie-Thema, ah, wird schon wieder ein bisschen traurig sein, geht schon. Ja. Aber leider ist es tatsächlich so, dass Liebeskummer wirklich eine Lebenskrise auch darstellt. Ja, also eine Trennung überhaupt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Partner schon eine längere Zeit hatte und ist auch völlig egal, wie lange, ja. Aber wenn man da plötzlich getrennt wird oder das auch aus irgendwelchem Grund nicht funktioniert hat und dann die Trennung da ist, das ist ein schwerer Einschnitt. Absolut, kann mich noch erinnern an meine Scheidung, das war nicht so lustig. Und wir haben uns gut verstanden und nicht Ja. gestritten. Also, aber Ja. der Schmerz ist natürlich da, Ja. einfach klar. Ja? Ja. Man ist Ja, sehr oder gewohnt aneinander und so. genau, und vor allem die Zukunftsperspektive bricht plötzlich weg. Ja, man Ja, hat ja auch gemeinsame Zukunftsgedanken oder man richtet sich in diesem Leben ein mit dem Partner und plötzlich ist alles anders. Ja, also es ist eine starke Lebensveränderung auf allen Ebenen. Und da wird man auch ganz schön durchgeschleudert. Ja, also es kann Ja, das passieren, dass ist. einem da der Boden unter den Füßen weggezogen wird und da biete ich einfach auch Unterstützung an. Und da finden wir dich auch im Internet. Genau, unter der Trennungsambulanz.
Genau. Genau. Cool. Ja, das ist eigentlich Ja. aus dieser Trennung, also aus dieser Krisenpflege irgendwo auch entstanden durch die Abschiede, weil das für viele wirklich ein Thema ist, ja, sich zu verabschieden von diesen Kindern. Loszulassen. Ja, Ja. genau. Ja, ich hoffe eher, dass ich mit dir auf einen Kaffee gehe und nicht in die Hoffe ich auch. Trennungsambulanz. Da muss ich noch sein ernstes Wort mit euch beiden reden. Ja, genau. Können wir da auch zu zweit? Genau. Ja, na, Nein, nein. momentan läuft's gut. Oh, das freut mich. Das ist schön. Ja, das 7. Jahr ist sozusagen schon hinter uns. Gut, gratuliere. Ja, nein, ihr habt das auch toll gemacht bisher. Wirklich toll. Aber es sind Kinder sind schon eine Herausforderung, das stimmt schon. Und ich glaube auch in der Krisenpflege, in der Krisenelternschaft, wie ich immer sage, ist es auch. Also ich glaube, das ist auch dann wichtig, dass das beide dann wollen, oder wenn man es zusammen macht, ne? Weil Genau, die Familie muss einfach mitspielen. Also bei mir war es ja. dann auch meine Mutter, die dann hin und wieder auch eingesprungen. Hat sich gerade was aufgemacht. Halleluja. Meine Mutter, die dann eingesprungen ist, auch hin und wieder, weil ja, ich bin ja alleinerziehend, ja, und dadurch braucht man einfach Unterstützung. Das schaffst nicht immer nur alleine. Absolut, Ja, absolut. das geht Also natürlich. das geht auch, dass man sagt, okay, wir machen es zu zweit und dann hat man noch, wenn es die Schwester oder Oma oder wie auch immer, dann Genau. Also okay. einfach das Familiensystem wird Ja, hier herangezogen, genutzt. ja. Super. Und das ist natürlich fein, wenn dann alle mitspielen. Das ist schon wichtig. Was war dein intensivstes Erlebnis vielleicht? Ja, weil wir so von Abschied und Trennung jetzt auch gesprochen haben. Ich habe einmal hatten wir einen Jungen, der war ganz klein noch, also 3 Monate, als ich ihn aus dem Krankenhaus abgeholt habe. Das war am 23. Dezember. Also auch die Geschichte drumherum ist ein bisschen sehr berührend. Aber sie haben natürlich, jedes Kind hat eine sehr berührende Geschichte. Also es ging jetzt gar nicht so sehr um die Geschichte, sondern um das Wesen des Jungen. Den wollte man nämlich behalten. Ja. Also fast. Ich habe es mir dann wirklich gut überlegt, weil Krisenpflege habe ich ja aus dem Grund gemacht, weil ich Kindern helfen wollte und nicht, weil ich noch ein weiteres großziehen wollte. Ja, aber da hat die Hanna auch das erste Mal wirklich beim Abschied geweint. Also das war ein schwerer Abschied, weil der hat so gut zu uns gepasst. Ja, also der hätte irgendwie, den hätten wir einfach mit uns mitlaufen lassen können. Ja, und da war auch die Hanna traurig. Also das war ein sehr schwieriger Abschied, weil das war ein ganz besonderes Kind. Der war ganz, erstens, wie gesagt, aus dem Krankenhaus, weil misshandelt worden schon so früh, ja. Und die Eltern hatten auch einen Drogenhintergrund und der hat sich wahnsinnig schnell bei uns entwickelt. Also der ist mit 6 Monaten durch die Wohnung gekrabbelt, aber in einer Geschwindigkeit, dass man nicht hinterherkam, ja. Und er war einfach, und er war ein totaler Sonnenschein. Also es war so bemerkenswert auch, wie zäh diese kleinen Kinder sind. Ja, das war echt schön. Aber das geht ihm auch gut. Er kam dann zu Pflegeeltern und ich bin sehr happy, dass auch er jetzt eine tolle Familie gefunden hat und eine gute Zukunft vor sich hat. Das ist einfach dann schön. Also Ja. das tröstet auch, ja, wenn man das weiß. Das tröstet über den Abschied auch hinweg, wenn man weiß, Das für das Kind geht glaube es ich. weiter. Absolut. Ja, das habe ich auch bei dieser Freundin. Die Pflegemama ist so wunderbar. Die ist so süß mit der Kleinen. Das ist super. Und ja, schön, dass es Menschen gibt, die ja dann sagen, das ist genau das, was ich gerade machen möchte. Ja. Sag, hast du eine persönliche Meditations Praxis oder irgend sowas? Meditierst du? Oder was ist Meditation für dich? Ist es auch, wenn manche sagen, Waldspaziergang oder so, ja. Machst du da was eigentlich für dich? Ja, ich nehme auch Meditationen für meine Klienten auf. Cool. Mache ich dann wirklich sehr individuell, je nach Thema auch. Und ich halte sehr viel davon. Also ich finde, das ist eine ganz, also geführte Meditationen oder eben auch, ja, wirklich nur das klassische Meditieren, ja, ist einfach wichtig, auch für die Konzentration. Auch ich brauche das hin und wieder, um ganz zu mir zu kommen, um auch zur Ruhe zu kommen. Das ist für mich sehr wichtig. Aber ich mache es gerne eben wegen der Konzentration. Ich merke, dass ich danach so viel mehr Energie habe. Ganz genau. Ja, und für meine Klienten mache ich die geführten Meditationen einfach auch, um ihr Thema, um mit dem Thema auch besser zurechtzukommen. Sehr schön. Ja, also, danke dir.
für alle diese tollen Inhalte. Ich Wir danke haben Ihnen. die Trennungsambulanz, wir haben die Krisenpflege untergebracht, besprochen. Wenn ihr, lieben Leute, mehr darüber wissen wollt, dann kontaktiert nochmal die liebe Sabrina Limbeck. Und ja, wenn ihr mit mir tiefer gehen wollt, auch was Meditation bedeutet, in der The Change Vision Academy haben wir, ich habe aufgenommen, alles Mögliche, was Kommunikation. Das heißt, das Schwert der Liebe oder die gewaltfreie Kommunikation haben wir auch eine Expertin dann in der Podcast-Reihe noch dabei drinnen. Wir sprechen über Glaubenssätze, über Mindset, natürlich auch Umweltschutzthemen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Uns selbst einmal verstehen, einander verstehen, unser Bewusstsein dehnen, Intuition stärken, Kompetenz schärfen. Ja, das sind so ein bisschen die Schwerpunkte da drinnen in der Academy bei mir. Findet man auf thechange.vision. Kontaktiert mich einfach, wenn ihr Fragen habt auch. Und ich schicke auch wieder die Links dann da dazu hinein in die Aufzeichnung. Jetzt springt das Bild schon wieder lustig herum. Ich hoffe, man hört uns und es funktioniert alles gut. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, Zuhören. Magst du noch einen Abschiedssatz sagen? Wir können dann noch ein bisschen weiter quatschen. Ja, sehr gern. Und Ja, also ich würde mich wirklich freuen, wenn wir durch unser Gespräch heute wirklich ein paar inspiriert hätten, dazu, sich für die Krisenpflege näher zu interessieren, da mal reinzuschauen und sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, weil es, wie du es auch vorhin angesprochen hast, ein, glaube ich, ein wichtiger Teil auch für unsere Gesellschaft ist, ja, Arbeit wie diese zu machen. Und es lohnt sich einfach wirklich. Yes. Ich wünsche dir noch was. Wir sehen uns gleich. Ja, danke dir. Danke Tschüss. dir, Papa.